Damit willkommen zurück zu einem neuen Video. Es ist sehr, sehr viel passiert. Ein 28-Stunden-Stream ist vergangen. Und heute wird krass Progress gemacht. Viel Spaß. Hab getradet. Hab mir neue Smaragdblöcke geholt von der Emerald Farm, die wir haben. Und hab damit, warte mal, neues Lapis Lazuli geholt. Das ist aber nicht das Lapis Lazuli, was neu ist, sondern das neue Lapis Lazuli ist das hier. Das hier hatten wir vorher schon, die beiden Schalker-Kisten, und das habe ich neu getradet. Eine nächste Schalker-Kiste. Wird nicht ausreichen, aber es ist erstmal ein Anfang und ich habe Redstone noch getradet, so nebenbei. Bei dem Laufen oder bei dem Besorgen dieser Emerald-Blöcke hier ist mein Minecraft abgestürzt. Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass es einfach daran liegt, dass ich auf 29 Chunks spiele. Das werden wir jetzt auch immer, bevor wir in Nether gehen, ändern und dann gucken wir, ob das Problem wieder auftritt oder nicht. Weil, sobald ich in den Nether gehe und dann zu verschiedenen Ortschaften über den Nether travel, stürzt mein Minecraft einfach ab. Und das Problem ist, es stürzt nicht ab und speichert sich, sondern es stürzt ab und dann ist einfach mein Inventar weg. Also resettet auf eine alte Inventarversion, die gespeichert worden ist, also komplett zum Kotzen. Dann bin ich wieder gejoint, das habt ihr im heutigen Video gesehen, und beide Schalker-Kisten waren leer, also alle vier waren leer. Obwohl ich eigentlich eine Doppelkiste Emeralds dabei gehabt habe. Ich werde mir das jetzt nicht irgendwie aus dem Game-Mode nochmal holen, weil es ja ein Bug ist und weg ist und bla. Sondern ich akzeptiere es einfach, dass es weg ist. Ist scheiße gelaufen. Doof von der Welt, doof von mir, doof von allem, ja. Aber, ja, ist so, keine Ahnung, ich gehe jetzt auch sicher nicht in Game-Mode und werde mir hier Zeug aus dem Game-Mode holen. Das ist gar nicht mein Spielstil und das will ich auch gar nicht. Ist jetzt weg. Hat nichts gebracht, ist gut, ist egal. Wir haben jetzt halt keine Emerald-Blöcke mehr. Also die Emerald-Blöcke, die ich jetzt so vor Ort habe bei der Villager Trading Hall, sind die letzten. Wir haben hier nur 5 Doppelkisten noch voll mit Emeralds. Und der Rest ist weg. Hier war mal alles voll und es ist alles vertradet bei Villagern. Ich wäre echt gespannt mal darauf, wie viel Villager-Trades ich habe. Digga, das muss echt viel, verdammt viel sein. Weil ich kein dummer Mensch bin, habe ich natürlich schon vorgesorgt, damit wir trotzdem genug Emeralds haben und ich nicht nochmal eine neue Emerald-Farm bauen muss. Weil an sich, diese 2 Doppelkisten-Blöcke, die ich jetzt hier vor Ort habe, die werden nicht ausreichen. Die werden definitiv nicht ausreichen, so um alles Lapis-Lazuli zu ertraden, was ich brauche. Und deswegen habe ich, wie ihr auch gesehen habt, diese Villager hier zombifiziert und habe die aus 32er-Trades zu 1er-Trades gemacht. Ich weiß nicht woher oder warum, aber es waren in all diesen Kisten, die hier rumstehen, ne? In all diesen Barrels waren Goldäpfel, wie hier. Und die habe ich mal alle rausgelootet aus dieser gesamten Villager Trading Hall. Und jetzt passt mal auf, Digga. Da war einfach eine halbe Doppelkiste an Goldäpfeln drin überall. Die habe ich jetzt hier. Und hier diese Werfer, das wusste ich auch gar nicht, diese Villager Trading Hall hat Werfer. Und da sind Wurftrecke der Schwäche drin. Heißt, du kannst die Leute wirklich, ich wusste gar nicht, dass ich das damals gebaut habe. Du kannst die hier einfach runtertun. Die werden zombifiziert mit der Zeit. Dann kommst du her, drückst hier auf den Knopf. Der Wurftrank wird geworfen und du gehst nur mit dem Goldapfel ran und entzombifizierst die. Das habe ich hier genutzt und habe jetzt hier, ja, bei manchen 6er-Trades, bei manchen 4er-Trades und bei manchen 1er-Trades, also einen Stock für einen Emerald. Wir haben zum Glück mehr als genug Stöcker, einmal von der Baumfarm und von der Hexenfarm, wo auch super viele Stöcker noch drin sind, also super viele. Wir haben bei der Hexenfarm 100 Doppelkisten, mindestens, an Glasflaschen. Da habe ich mir direkt auch welche von geholt und habe die hier und habe dann immer getradet Glasflaschen gegen Emeralds, Emeralds gegen Lapis Lazuli, Emeralds gegen Redstone und dann habe ich immer durchgetradet. Wir sind beim letzten Mal stehen geblieben, dass wir die Fenster angefangen haben, wie ihr vielleicht im YouTube-Video auch gesehen habt. Wir haben angefangen, die Fenster auszudetaillieren und dann werden wir jetzt einfach weiter die Fenster-Details in alle viereckigen Fenster einbauen. Und dann die Fenster, die so eine Halbrundung oben haben, die bauen wir dann später. Aber ihr denkt doch nicht wirklich, dass es nur dabei geblieben ist, dass ich die Fenster gebaut habe. Ich habe daraufhin dann erstmal noch ein bisschen was gecraftet und vorbereitet, denn dann kam der Zeitpunkt, an dem es wirklich, wirklich voranging. Denn ich habe angefangen, das Glas in den Fenstern zu setzen und das auf den kompletten Etagen. Und als wäre das nicht genug, habe ich dann die Vorbereitungen für den kompletten Dachbügel gemacht und das am gesamten Amber Palace. Wir mussten wie eine zweite Schicht des Fundaments oben drauf setzen, was im Prinzip das Dach haltet oder hält.
dann war der Moment gekommen. Das Dach hat begonnen. Und wie ihr seht, habe ich eine ganze Menge an Minecraft-Tagen daran verbracht. Immer wenn der Himmel dunkel wird, vergeht ein Ingame-Tag. Um später das gesamte Dach ordentlich zu bauen, muss ich dann eine Grundebene aus Stein von dem Dach im Prinzip bauen, einen Block tiefer als das eigentliche Dach wäre, damit ich später den ganzen Trockenbeton, Lapislazzi und die Wollblöcke oben drauf placen kann. Aber hier sehe ich irgendwie keinen Progress, weil ich irgendwie die ganze Zeit von vorne anfange, Digga. Weil ich kenne. Ich komme nicht weiter. Die spawnen trotzdem überall, die Wichser. Dann kam das ganz große Problem, denn nachdem dieses Dach beendet war, brauchte ich eine Lösung, wie ich an blauen Beton komme, den ich noch nie vorher gefarmt habe. Ich hatte zwar unfassbar viel blauen Trockenbeton, aber keinen blauen Beton. Und dann ist mir folgende Idee gekommen. Ich mache jetzt erstmal nur ein paar Testlinien, Chat, um zu gucken, ob das mit dem Wasser wirklich funktioniert oder ob das gerade irgendwie nur buggy war auf der Creative Welt oder so. So, und theoretisch, wenn ich jetzt hier oben auf der Seite Wasser place. Wir haben ja, das Wasser läuft ja nicht mal irgendwo runter. So, weil wir nirgendwo Löcher haben. Oh mein Gott, wir sind so eine Genies. Wir sind so welche fucking Riesen-Five-Heads, Alter. Verdammte Scheiße nochmal. Fick mich doch ins Knie. Ich werde jetzt das komplette Dach ausverzieren mit blauem Trockenbeton auf so. Also wir werden dann den Trockenbeton, den ich jetzt hier place, werden wir umwandeln zu Beton. So wie wir es gerade gemacht haben mit Wasser. Und danach kommt Lapislazuli, Wolle und Trockenbeton hier in die Löcher. Ordentlich verteilt, dass es alles ordentlich schick aussieht. Und dann ist unser Job done, Digga. Das Dach fertig. Und jetzt fehlt nicht mehr viel bis zur Fertigstellung dieses Gebäudes. Gestartet mit einem unfertigen Haus, nur den Fassaden, mit unfertigen allen und haben die Grundpfosten für das Dach und das Dach raufgebaut gesamt. Wir haben das Dach komplett, oder die Dachgrundlage, sagen wir mal, komplett fertig gebaut und hier drin alles ausgeleuchtet, dass hier nichts mehr irgendwie spawnen kann. Der Ember Pills macht große Fortschritte, Tag für Tag. Stream für Stream geht es weiter und das an jeder Seite des ganzen Hauses. Also das ist wirklich geisteskrank. Offscreen habe ich dann noch ein bisschen Lapislazuli per Farming gefarmt, also nicht mit Villagern, sondern einfach mal so eine Farming-Tour gemacht, damit wir wirklich alles haben, was wir für den Emperor Palace brauchen.